Gut. Weiter geht's, da bin ich wieder. Batterien frisch aufgefüllt. Ja, ich laufe mit Batterien. Wie jedes gute Spielzeug. Und bevor wir die kaufen, können wir ja erstmal im Prinzip die wir noch haben, aufmachen. Booster Packs. Wir haben zum Beispiel 10 Farbenschock. Zum Tauschen? Achso, jetzt. 10 Stück möchte ich gerne aufmachen. Wenn es ein oder zwei mehr sind, ist auch nicht das Problem. Ein Barakiefer. Naja. Ein kleines Tunnel und das Ganze nochmal in Reverse-Rohr. Viele neue Karten. Ein Stahlebohr, sehr interessant. Lege eine Energie vom aktiven Pokémon deines Gegners auf seinen Ablegestapel. Cool. Die könnte man meinen Hinterkopf behalten. Aber ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Jedes Mal, wenn einer der beiden Spieler ein Pokémon V-Max aus seiner Hand spielt, um ein Pokémon V während seines Zuges zu entwickeln, heile 100 Schadenspunkte bei jenem Pokémon. Das behalten wir für meine V-Max-Ideen auf alle Fälle in meinem Hinterkopf. Das klingt nämlich interessant. Ich finde das so schön mit dem Hintergrund. Kann ich mir immer wieder anschauen. Ich hätte gerne noch eins geöffnet. Und noch viele. Ein Picuda. Oh, Pixie. Ziehe zwei Karten. Wenn Score-Stadium im Spiel ist, ziehe zwei Karten mehr. Ja, aber der Gegner kann ja was gegen das Stadion machen. Ich weiß nicht. Verhindere alle Effekte von Attacken der Pokémon deines Gegners, die diesem Pokémon zugefügt werden. Ein kleines Brettsiegel, was es sich gut gehen lässt. Und was kann denn Pixie? Einmal während deines Zuges, wenn an dein aktives Pokémon mindestens eine Psychoenergie angelegt ist, kannst du 20 Schadenspunkte bei ihm heilen. Und erholt sich von einem speziellen Zustand. Cool. Für einen Psycho-Deck könnte man das definitiv mal im Hinterkopf behalten, aber ich weiß nicht, ob sich dafür zwei Plätze lohnen, weil du brauchst ja Pippi und Pixie. Und das wäre auch im Prinzip so ein Pokémon, was man einfach mit Boss Order rausholen kann und dann direkt fertig macht. Trotzdem interessant. So. Noch ein Dugongar-V. Ich glaube, davon habe ich schon mittlerweile einen ganzen Popo voll. Das ist ja mein schönes Dedenne. Noch ein Britzige. Der Magnarien. Oh, ich hätte gerne noch eins. Ich glaube, je mehr Karten wir haben, desto schneller können wir auch durch die Packs durchgehen, weil wir viele Karten einfach schon kennen. Ein Kamal, cool. Und ein Metacross, das lesen wir uns auf alle Fälle gleich mal durch. Ich mag, dass es von. Ist ja nicht wie bei einem normalen Pokémon-Spiel, das im Prinzip jedes Flormer zum Beispiel aussieht wie ein Flormer oder jedes Rotomorph aussieht wie ein Rotomorph. Und du hast hier auf den Karten immer unterschiedliche Artworks drauf, finde ich super. Auch dass hier jetzt so eine Figur ist, im Prinzip in der Erde fotografiert. Schöne Sache. Galar Flunschlick, 120 Leben als Basis-Pokémon ist doch nicht verkehrt. Wenn dieses Pokémon in der aktiven Position ist und durch die Attacke eines deines Gegners Schaden erhält, auch wenn dieses Pokémon dadurch kampfunfähig wird, lege drei Schadensmarken auf das angreifende Pokémon. Cool. Für ein Stahldeck wäre es cool, wenn es nicht andererseits so übermächtige Pokémon wie gibt und GX und sonstige Sachen. Wäre das auf alle Fälle immer eine Überlegung wert für ein Stahldeck, möchte ich behaupten. Das Pokémon V-Max, an das diese Karte angelegt ist, erhält minus 100 KP. Und wenn es durch Schaden einer Attacke vom Pokémon deines Gegners kampfunfähig wird, nimmt jener Spieler eine Preiskarte weniger. Du kannst diese Karte nicht an dein Pokémon V-Max anlegen, das 100 oder weniger verbleibende KP hat. Ich glaube, das lohnt nicht. Es ist eine coole Idee. Ich weiß, sowas gibt es auch für GX-Pokémon, aber das würde ich mir, glaube ich, sparen. Eine Schichtenergie. Interessant. Deine Pokémon im Spiel haben keine Rückzugskosten. Sehr interessant. Dann auf alle Fälle Mittag. Ja, das ist ein Phase 2 Pokémon.
Schwierig. Kommen wir mal weiter. Dabei mag ich Metacrossorn. Ich würde es gerne zum Laufen bringen. Ostelka, perfekt. Da haben wir auch schon mal gegen den Deck gespielt, was ich total unterschätzt habe und dann eins auf die Mütze bekommen habe. Und ich würde sagen, so ein Deck könnten wir uns auch mal bauen. Denn Doppel-K.O. Für zwei Stahlenergien, die können wir beschleunigen, zum Beispiel mit einem Seishin oder dergleichen oder mit den Metallplatten. Und zwei Farblos, und da gibt es ja die Doppel-Farblos-Energien, kannst du beide Pokémon kampfunfähig machen. Da das ein Einpreis-Pokémon ist und in der Regel immer zwei- oder drei-Preis-Pokémon gespielt werden, kannst du damit dir einen Vorteil erhaschen. Und egal wie stark die Pokémon sind, du kannst sie direkt one-shotten. Klingt gut. Ich glaube, wird kein Standard-Deck. Also schon im Standardformat, aber kein Deck, was so häufig gespielt wird, aber coole Sache. Und ich glaube, wir haben gerade einen dieser berühmten Goldkarten gezogen. Tada, teleskopisches Visier. Die Attacken des Pokémons, an das diese Karte angelegt ist, fügen dem Pokémon V und Pokémon GX auf der Bank deines Gegners 30 Schadenspunkte mehr zu. Coole Sache. Sowas hätten wir noch gebraucht für das Inteleon-Deck oder das Galarvampivion-Deck. Jetzt haben wir es schon gezogen. Was möchte ich mehr? Ein zweites davon. Könnte ich mehr wollen. Aber ist ja auch so schon gut genug, möchte ich behaupten. Oh, ein Reverse Holo Dialga. Schauen wir uns gleich an. Pokus an. Selbst die Pokémon aus der ersten Generation sind noch da. Aber dich hätte ich gerne als Bibor und nicht als kleines Ronyo. Ich glaube, die legendären Pokémon sind auch in jedem Set irgendwie dran. Lege bis zu zwei Stahlenergiekarten aus deinem Ablegestab an einzelner Pokémon an. Sehr cool. Lege zwei Energien von diesen Pokémon auf deinen Ablegestab an. Nicht cool. Süße Gabe. Wenn du dieses Pokémon aus deiner Hand spielst, um einzelne Pokémon während deines Zuges zu entwickeln, kannst du beide Spieler veranlassen, eine Karte zu ziehen. Aber warum soll ich meinen Gegner unterstützen? Kann ich die Alga Zanta. Da haben wir noch das passende Tanzer. Ein paar Kiefer, auch ein Hörsholo und noch ein Pokusan. So. Das nächste Pack, bitte. Ich würde schon sagen, keine neuen, das wäre aber seltsam. Morlord. Wenn du genau 2, 4 oder 6 verbleibende Preiskarten hast, hat diese Attacke keine Auswirkung. Nee, definitiv nicht. Schick. Bollenhelm gibt's auch wieder. Und ein kleines Vodula. Und Vodula ist, glaube ich, gar nicht so klein. Ich glaube, das müsste das letzte Pack sein. Von denen, die wir eh nicht tauschen können. Stahloborn, wie wir es holen, gleich nochmal hübscher. Lege die obersten 5 Karten deines Decks auf deinen Ablegestapel und lege alle Energiekarten, die du auf diese Weise auf deinen Ablegestapel gelegt hast, beliebig an deine Kampf-Pokémon auf der Bank an. Behalten wir definitiv im Hinterkopf. Wir können zwar auch absolut nichts damit reißen und dann unser Deck noch kleiner machen, aber wir könnten auch theoretisch da 5 Energien einfach drin haben, wir können unser Madokabo hochbauen, Legios heißt das Pokémon, hochpowern und dergleichen. Klingt gut. Und Aroma-Energien. Das Pflanzen-Pokémon, das diese Karte angelegt ist, erholt sich von allen speziellen Zuständen und kann nicht von speziellen Zuständen betroffen werden. Doch gut. So, dann habe ich auch noch zwei flammende Finsternis-Booster. Und ihr merkt schon anhand der Anzahlen, ich habe kräftig hin und her getauscht. So, dann, was finden wir hier? Das sind ja die Packs, die wir eigentlich holen wollten. Cool. Noch eine Goldkarte. Das Glück ist mit den Dummen, ich sag's immer wieder. Und dementsprechend ist das Glück immer auf meiner Seite, außer im echten Leben. Geldtröte, bald aktiven Pokémon sind jetzt verwirrt. Da ist nur eine Itemkarte, ist interessant, aber wie oft nutzt man das dann? Das ist doch meine ein Artwork für ein Gigantas. Genauso muss es sein, oder nicht? Schick. Aber die Energiekosten sind unglaublich hoch.
hier ist das Turbopflaster in Gold. Wirf eine Münze, lege bei Kopf eine Basisenergiekarte aus deinem Ablegestapel in eins deiner Basis-Pokémon, das kein Pokémon GX ist. Cool, nehmen wir. Werde ich sicherlich irgendwann mal spielen. Oh, was kriegen wir noch? Ein Navita. Und ein Ampharos. Aktive Pokémon des Gegners ist jetzt verwirrt. Interessant. Ich glaube, ich weiß auch mittlerweile, warum die Unlicht-Pokémon eine Pflanzenschwäche haben, auch wenn es total sinnlos ist, meiner Meinung nach. Unter Pflanzen-Pokémon fangen ja auch die Käfer-Pokémon. Dementsprechend macht es dann auf der Basis wieder Sinn. Und dadurch, dass die Wasser-Pokémon mittlerweile nur noch Elektroschwächen haben und keine Pflanzenschwäche mehr, war im Prinzip waren die Pflanzen-Pokémon komplett ohne Stärke. Und wenn es dann die Unlicht-Pokémon übernehmen, warum nicht? Meine Theorie. Ob das wirklich so stimmt, sei dahingestellt. Es gibt ja noch viele Unlicht-Pokémon mit einer Kampfschwäche, wenn ich mich recht erinnere. Mir gefällt Lavita. Du musst zwar Ewigkeiten trainieren, ehe es halbwegs brauchbar ist, und dann noch Opanz oder wie es heißt. Hieß es so? So hieß es nicht. Die zweite Form, wie auch immer das dann hieß, musst du auch Ewigkeiten trainieren, aber wenn du erstmal einen Despoter hast, dann ziehst du durch alle Gegner durch. Und noch eine Erdröte, eine Reverse-Holo. Oh, was haben wir denn noch? Wir hätten da noch ein paar Truhen. Na dann. Da sind ja nur Reverse-Holos drin, meine Erfahrung nach. Oder andere Holos. Das heißt, wir sollten immer was Interessantes rausbekommen, nehme ich an. Zum Beispiel hier drin. Ist nicht ganz das, was ich gerne hätte, aber Reverse-Holos nehme ich immer. In Boss Tower. Cool. Noch ein Ausrüstungssensor. Das ist, glaube ich, schon meine dritte Reverse-Holo-Ausrüstungssensor. Die scheinen irgendwie ständig vertreten zu sein. Und Darkrai. Wenn in dieses Pokémon mindestens eine Unlichtenergie angelegt ist, werden ihm durch Attacken 20 Schadenspunkte weniger zugefügt. Diese Attacke fügt für jedes an das Pokémon angelegte Unlichtenergie 20 Schadenspunkte mehr zu. Ich glaube, Unlichtenergien kann man nicht beschleunigen. Von daher ist nicht so interessant, finde ich. So, was kriegen wir denn aus den Schwert- und Schildboostern? Da hat man scheinbar schon ein paar mehr. Gibt nicht mehr so viel Neues. Aber ein Galar-Galopper dafür. Deine Pokémon erholen sich von allen speziellen Zuständen und können von keinen speziellen Zuständen betroffen werden. Auch interessant. Auch für ein Psychodeck vielleicht interessant, aber dann sind halt wieder zwei Plätze in deinem Deck, die belegt sind. Und du musst es erstmal bis zum Galar-Galopper bringen. Wenn das aktive Pokémon deines Gegners angelegt, Energie 30 Schadenspunkte mehr zu. Wir können es ja mal im Hinterkopf behalten. Also doch noch ein paar neue. Was für ein Rihorn. So. Klibunke passt. Davon braucht man vielleicht noch was für das Unlichtdeck, denn Toxicroak oder wie es heißt, das kann ja Giftschaden erhöhen. Und ich glaube, Unlicht spielt auch viel mit Gift, weil die ganzen Gift-Pokémon mittlerweile Unlicht-Pokémon sind. Ein Zwolok. Brunusbeere. Am Ende jedes Zuges, wenn das Pokémon, das diese Karte angelegt ist, von speziellen Zuständen betroffen ist, erholt sie sich von allen und du legst diese Karte auf den Ablegestapel. Cool, aber ich glaube, da gibt es brauchbare Karten. So. Manolith V. Sehr schön. Ist zwar so nicht so brauchbar, finde ich, aber nimmt man mit, ne? Und eine coole, Funky von einem cooleren Artwork als das, was wir schon haben. Das ist ja auch in dem Stahldeck, glaube ich, drin. Ne, nicht in dem Stahldeck. In dem Trikefalo Unlichtdeck, in diesem Themendeck. Was ich für die täglichen Aufgaben nutze. Nur ist hier das Artwork halt deutlich cooler. Ach nee, das ist ein anderes. Das hat zwar auch Freunde finden, aber als Attacke Knirscher. Gut. So,
doch nicht ein anderes. Also ja, es ist auch ein anderes Artwork, aber nicht so in der Art, wie ich gedacht hätte. Aber zwei Karten. Cool, Makago. Und Wylord. Haben wir davon schon die große Form von dem Niras? Ich weiß es gar nicht. Aber allein dadurch, dass zwei unterschiedliche Energiearten drin sind, hat es bestimmt einen interessanten Effekt. Ich sag's ja, Planet Zoo. Wir müssen mehr Planet Zoo spielen. Ich glaube, da gibt's auch. Ich glaube, das war ein DLC oder so, aber den könnte man sich ja gegebenenfalls holen. Da gibt's auch Robben. Und die haben im Prinzip alles geschafft. Die können den ganzen Tag rumrollen. Die sind schön dick. Die können den ganzen Tag in der Sonne liegen. Abgesehen, wenn sie mal Essen suchen müssen. Und durch die Gegend rollen, wie das kleine Seemops. Alles richtig gemacht im Leben. Man muss einfach nur eine Seerobbe sein. Schick. So. Ich hätte aber gerne Pokémon Wii und VMAX oder andere Sachen. Schlinking, Ultra-Bestie. Lege die oberste Karte des Decks deines Gegners auf seinen Ablegestapel. Rotes Festmahl. Wenn das Pokémon deines Gegners durch Schaden dieser Attacke kampfunfähig wird, nimm eine Preiskarte mehr. Sehr interessant. Aber nur 120 Schaden und 4 Energien brauchst du dafür. Ich glaube, das geht da einfach besser dann. Hand. Ein kleines Mimikma, was sich wieder versteckt. Auch wieder so hohe Energiekosten. Diese Attacke für jeden Pokémon auf deiner Bank. Naja. So. Ich hätte gerne auch noch ein paar Clash der Rebellen geöffnet. Da hatten wir ja gesagt, da können wir auch überlegen, so ein paar Booster zu kaufen. Sichlor. Inteleon VMAX. Wer sagt's denn? Dann läuft's doch. Lege bis zu zwei Karten aus deiner Hand auf den Ablegestapel. Ziehe zwei Karten für jede auf diese Weise für deinen, auf deinen Ablegestapel gelegte Karte. Interessant, aber wir haben besser aus. Und hier ist es. So ein Deck werden wir sicherlich mal bauen. Inteleon VMAX. Für eine Wasserenergie 60 Schaden durch Hydro-Schütze mit dem Effekt, du kannst deinem Gegner 1 an sein aktives Pokémon angelegte Energien auf die Hand geben. Cool. Soweit. Die Elektrospeche ist natürlich ein bisschen doof. Aber es hat auch noch den Effekt deiner Kugel mit dem Telescopic Sidevisier, was wir da gerade haben. Diese Attacke fügt auch ein Pokémon auf der Bank deines Gegners 60 Schadenspunkte zu. Und mit diesem Visier könnte man zum Beispiel einen X-Ball wie Two-Shotten. Obwohl du eigentlich dem aktiven Pokémon Schaden machst und dann halt nochmal dem anderen. Das heißt, du kannst, wenn es gut läuft, mehrere Preiskarten auf einmal nehmen. Das klingt doch interessant. Die Schwäche ist halt doof, das sehe ich ein. So, noch mehr. Oh, habe ich immer eins geöffnet? Scheint so. Ein kleines Hobby. Dieses Pokémon kann sich während deines ersten Zuges oder des Zuges, in dem du es spielst, entwickeln. Cool. Wäre halt noch die Frage, was Safcon davon hält. Ob man es vielleicht gleich zu einem Smetbomb im ersten Zug machen kann. Aber selbst dann hast du drei Karten gebraucht. Das Smetbomb muss dann ja eine echte Wucht sein, wenn du drei Karten nur dafür im Prinzip ins Deck nimmst. Cool. Soweit, ich glaube, gegen Akani, Flammenhalstuch. Kombination haben wir schon mal gespielt. So. Hiervon auch noch eins. Da ist wieder mein Lieblingsrelikant. Das Maruder haben sie immer echt schön gemacht. Fällt mir sehr gut.
Sie hat auch dieser Knete-Look. Schlummerhain. Wenn ein Pokémon schläft, wirft sein Besitzer zwischen den Zügen zwei Münzen anstelle von einer Münze. Für jenen speziellen Zustand. Wenn eine oder beide Münzen Zahl zeigen, schläft jenes Pokémon weiter. Ich habe so viele Schlafdecks. Na, jetzt bin ich gespannt, was daraus kommt. Wenn es schon meine goldene Truhe ist. Bonarion. Cool, aber... Nein, danke. Dann haben wir keine mehr, die noch so ein Schloss haben, die man nicht tauschen kann. Aber ich habe ja gesagt, wir kaufen noch welche. Und ich glaube, ich hätte gerne Flammen der Finsternis. Ich werde erstmal eines kaufen. Bestätigen. Nur um zu schauen, ob die dann wirklich nicht handelbar sind. Packs? Tatsächlich. Also können wir da im Prinzip ein ganzes Hinterteil von verkaufen. Oder wir kaufen Decks. Da habe ich auch schon nachgeschaut, aber ich glaube, es ist einfach lohnender, wenn wir uns Booster kaufen. Weil ich glaube, von den Themendecks brauchen wir gar nicht mehr so viel. Wir haben mittlerweile schon die ersten Standard-Decks. Ein schickes Frubel. Und ich glaube, das ist keine Knete. Die haben das bestimmt aus irgendwas anderem gemacht. Aber es passt einfach so gut rein, weil es so einen Kontrast zu der anderen Umgebung darstellt. Finde ich schick. Lege bis zu 2 Basisenergiekarten aus deinem Ablegestapel an eins deiner VMAX-Pokémon an. Wenn du auf diese Weise mindestens eine Energiekarte angelegt hast, lege deine Handkarten auf deinen Ablegestapel. Für 2 Energien wirfst du die komplette Hand weg. Ich sehe ein, das geht mit dem Rose Tower bestimmt gut, aber ich glaube, ich würde das lassen. Erscheint mir nicht so interessant. So. Wieder zum Laden. Wo wir noch bei den Decks waren. Was mich zum Beispiel noch reizen würde, davon haben wir mittlerweile mehr als genug. So ein Kamallen-Deck oder von den neueren Decks viele. Auch das Galar Vampivium-Deck. Galar-Lauchzelot. Oder ich glaube, Sation brauche ich nicht unbedingt. Wir haben ja schon ein Samazenta-Deck. Das Inteleon-Deck. Das Incineroar, ne. Ist es so? Ich weiß es nicht mehr. Das Deck wäre sicherlich noch interessant. Oder das Turtok-Deck. Und dann hört es aber auch schon so langsam auf, je älter die werden. Zum Beispiel bei dem Feen-Deck, da nutze ich dieses hier. Das ist so ein Kampf, weil das einfach im Vergleich zu den neueren Decks so extrem langsam ist und auch die Pokémon sind ein Stück schwächer. Es lohnt einfach nicht. Es ist wirklich... Die Zeit hat ihnen nicht gut getan. Von daher glaube ich, den anderen Themendecks wird es auch so ähnlich gehen dann irgendwann. Wir sollten uns vielleicht mehr auf Booster-Packs konzentrieren, weil im Standardformat können wir auf alle Fälle noch was reißen. Da bin ich definitiv noch nicht so fit wie im Themendeck-Format. Von daher... Eins haben wir ja eben schon gekauft. Kann ich da nicht eine Zahl eingeben? Nee. Aber wir haben ja auch recht viele Münzen. Ein paar, glaube ich, hebe ich auf. Wie viel ist denn normalerweise im Display dran? Ich glaube, da waren 32 drin oder so. Eins haben wir eben schon mal gekauft. Kaufen wir jetzt noch den Rest. Dann haben wir auch noch ein bisschen Geld übrig für die Shiny-Pokémon, die dann nochmal irgendwann rauskommen. Erst einen Monat. Wie viel spiele ich denn in einem Monat? Ich weiß es nicht. Aber ausgehend davon, dass die Arbeit sicherlich mal irgendwann wieder Überstunden verlangt oder auch im Privatleben sicherlich mal irgendwann wieder was los sein wird. Nicht so viel und von daher gegebenenfalls können wir auch einfach nochmal irgendwann was holen. Ist ja nicht so, als ob das Geld plötzlich weg wäre. So. Und wir öffnen jetzt ein ganzes Display an flammende Finsterniskarten. Also das eine haben wir schon. Wobei ich sagen muss, ich hätte gerne wirklich mehr V-Max und so Pokémon, aber die sind halt leider alle selten. Aber ich bin auch sehr zufrieden mit den Reverse-Holo-Karten. Vielleicht schaffe ich es ein ganzes Set mal irgendwann ein Reverse-Holo zu bekommen. Und noch ein Liquiodon oder so. Und da habe ich auch schon mittlerweile Decks gesehen, gerade mit dem Galar... Wie hieß es? Galar Gorgason Deck, oder wie es hieß? Die Weiterentwicklung von Corazon, nur als V-Pokémon. Und da kannst du ja mit, im Prinzip, wenn das in der aktiven Position liegt und der Gegner an irgendeines der Pokémon Energien anlegt, Schaden zufügen. Dasselbe kann
Lycraeodon, nur wenn es auf der Bank liegt, lege jedes Mal, wenn dein Gegner eine Energiekarte aus seiner Hand an eins der Pokémon anlegt, 2 Schadensmarken auf jedes Pokémon. Das heißt, du kannst jedes Pokémon schon mal, bevor es überhaupt was macht, sofern du deine ganze Bank voll von denen hast und auch das Galagorgason oder so, eine ganze Menge an Schaden verursachen und brauchst dann nur noch nach und nach alle rausnehmen. Aber wenn du halt nicht schaffst, deine Bank so schnell zu füllen, dann ist das im Prinzip recht schwach. Also hohes Risiko und dafür aber ein cooles Deck. So. Ein Skopper, sehr schön. Vielleicht können wir auch irgendwann verrückte Party spielen. Aber ich glaube, da fehlen mir noch ein paar Karten. Ariados, wenn dieses Pokémon aus deiner Hand spielst, um eins deiner Pokémon während deines Zuges zu entwickeln, kannst du eine Entwicklungs-Pokémon auf der Bank deines Gegners gegen sein aktives Pokémon austauschen. Interessant. Müsste ja auch für Pokémon V-Max gelten, das sind ja auch Phase 1 Pokémon. Oro. Ein Klick, wie es leibt und lebt. Ich glaube, Enikoro ist nicht so das Wahre. Dafür haben wir gleich die Weiterentwicklung. Klickidi-Klack. Uhrwerk. Wenn sich Klick und Klick-Klack nicht auf deiner Bank befinden, hat diese Attacke keine Auswirkung. Aber ansonsten für 3 Energien 200 Schaden. Dann muss er beide auf der Bank haben. Ich weiß nicht. Noch ein Turbopflaster. Nur diesmal nicht in Gold. Und ein Mew. Ich glaube, ein Mew hat man sogar schon mal. Kleines süßes Voltilam. Das war Ness. Wenn du Vogelprofi während deines Zuges aus deiner Hand gespielt hast, ignoriere alle Energien in den Attackenkosten dieses Pokémon. Du kannst eine Karte aus deiner Hand auf deinen Ablegestapel legen, wenn du es machst, fügt diese Attacke 70 mehr Schaden zu. Leider ein wenig schwach auf der Brust. Das ist einmal ein Rose Tower, einmal ein Normal und einmal Hyros. Gaunux. Ah, das ist nun Galapanti-Moss. Wir brauchen, glaube ich, Pantifrost. Was diese verrückte Party hat. Vielleicht sind ja hier alle verrückten Partykarten drin. Dann kriegen wir dafür vielleicht auch ein Deck zusammen, wenn wir weiterhin hier die Karten, die Booster öffnen. Die Beltra, solange dieses Pokémon in der aktiven Position ist, kann sich das aktive Pokémon deines Gegners nicht zurückziehen. Macht ja nichts, es gibt ja genug Tausch. Jedes Deck im Standardformat spielt im Moment 4 Tausch, denke ich. Wenn der Gegner eine Stadionkarte im Spiel hat, lege sie auf den Ablegestapel. Wenn du auf diese Weise eine Stadionkarte bla bla bla, keine Reihe des nächsten Zuges, deines Gegners allen Schaden und alle Effekte von Attacken, die diesem Pokémon zugefügt werden. Das mit dem bla 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 streich mal, das war so nicht gedacht. Aber es gibt so Formulierungen, die immer wieder auftauchen. Wenn das, dann das und so weiter. Und das Interessante ist eigentlich, was dann passiert und nicht diese Formulierung, weil ihr die schon tausendmal gelesen habt. Ihr kennt das ja sicherlich auch. Und wir haben eine Versteckenergie, sehr schön. Für ein potenzielles Unlichtdeck sicherlich eine coole Sache und wir planen ja auch immer noch ein Indianalos. Oder ich plane ein Indianalos-Deck, wenn ich da alle Karten zusammenbekomme, aber ich glaube, dafür brauche ich 4 X-Bud. Und die sind teuer, die kann man nicht eben mal so schnell hin und her tauschen, glaube ich. Oder nicht preisgünstig. Nämlich ein kleiner Sparfox. Und ich vermute, ich habe so viele Booster, weil ich immer versucht habe, günstig hin und her zu tauschen. Das Unlicht-Pokémon, das diese Karte angelegt ist, hat keine Rückzugskosten. Cool, brauchen wir nur noch mehr davon. Turbo-Patch könnte man zum Beispiel in Dynalos, glaube ich, spielen. Weil das ist kein GX-Pokémon und damit müsste es ja passen. Granbull. Irgendwie seltsam, dass Feen-Pokémon bei Psycho-Pokémon eingeordnet werden. Aber es macht, glaube ich, spieltechnisch durchaus Sinn. Wieder ein paar neue. Cool. Ein Lugia. Und noch eine Versteckenergie. Wohlfühlen, ziehe 3 Karten. Cool, aber du bist leider schon Phase 1 Pokémon.
Dass der Junior sitzt da, als ob es gespannt zuhören würde bei einer Gruselgeschichte am Lagerfeuer oder so. So, weiter geht's. Ein Drittel des Displays haben wir jetzt schon durch. Und ich habe noch nichts von dem Pokémon gezogen, die ich gerne hätte. Aber wir kommen unserem Mad Party Deck immer näher, so wie es ausschaut. Real. Habe ich sehr gern gespielt in Sonne und Mond. War immer nicht schlecht. Gerade so als Tank-Pokémon. Ein Scherox V-Max. Leider nicht das V-Max, was ich haben wollte. Ich fürchte, dann werden wir auch nicht so viel mehr ziehen, wenn wir jetzt schon ein V-Max-Pokémon haben. Aber ich hatte heute schon mal sehr viel Glück. Das kriegen wir wieder hin. Weiß nicht, im Videospiel so unglaublich gut und zwar immer. Und hier bei den Pokémon-Karten, weiß nicht, gegen andere V-Max-Pokémon lost es halt einfach ab, finde ich. Jedes Mal, wenn das aktive Pokémon deines Spielers während eines Spielers während seines Zuges auf die Bank wechselt, zwei Schadensmarken auf jedes Pokémon. Cool. Sind zwei Schadensmarken so viel? Slimog und Molangavi. Ich suche dein Deck nach einer Energiekarte und einem Unlicht-Pokémon. Zeige es deinem Gegner und nimm sie auf die Hand. Mische anschließend dein Deck. Auch praktisch, aber das wäre noch. Ich würde es sofort spielen in dem Unlicht-Deck. Wenn man die Energiekarte direkt an das Pokémon anlegen könnte oder irgendein Pokémon, aber so. Ich glaube, da gibt es einfach stärkere Unterstützer. Viele tolle neue Karten und auch eine Kraftenergie, sehr schön. Dann kann man 20 mehr Schaden machen. Aber es war jetzt noch nicht so der Brüller dabei, muss ich sagen, für meinen persönlichen Geschmack. Aber viele nützliche Karten, wie zum Beispiel diese Kraftenergie, wo wir gerade dabei sind, die man potenziell in den Decks verwenden. Und viele schöne Artworks. Dann hat man schon mal so viele Münzen und ist nicht der Brüller dabei. Weiß nicht, hab mir mehr erhofft. Aber mit jedem Booster Pack besteht ja nun auch die Chance für diese Mad Party Karten. Insgesamt gibt es, glaube ich, 16 Stück oder so. Und nur eine Frage der Zeit, wie wir es haben. Ein Full Art Kabu. Ich glaube, so heißen die Karten Full Art oder so. Wenn die nicht in diesem Kästchen drin sind, die Bilder, sondern komplett über die Karte gehen. Mische deine Handkarten in Deck. Ziehe anschließend vier Karten. Wenn ein aktives Pokémon dein einziges im Spiel ist, ziehe stattdessen acht Karten. Und noch ein Scoppel, sehe ich gerade. Ich sag's ja, langsam aber sicher wird's komplett. Aber wenn die Scoppel so häufig sind, dann wird Mortypod heißt das, glaube ich, vermutlich etwas seltener sein. Das heißt, darauf sollten wir uns erstmal konzentrieren. Also an sich schöne Karten gezogen. Und bald neue, tolle Sachen dabei. Neue tolle Deckideen. Wir haben auch schon baut, sehr schön. Also unser Silvaro-Deck rückt immer näher. Aber wir haben noch kein Tektas. Tektas war hier auch noch drin. Beziehungsweise das Mini-Tektas. Ich habe gerade den Namen nicht auf dem Schirm. Es sind mittlerweile so viele Pokémon. Ich glaube, bis zur dritten Generation oder vierten Generation. Dazu konnte ich sie sogar noch der Reihe nach alle aufsagen. Aber mittlerweile ist es erstens schon Ewigkeiten her, obwohl ich Pokémon nie wirklich aufgehört habe zu spielen. Aber zweitens sind auch mittlerweile so viele. Ich kann es verstehen, dass es nicht mehr so viele neue Pokémon-Produktionen gibt. Im sechsten waren es zum Beispiel recht wenig. Und das fand ich gar nicht so verkehrt. Sowas haben wir auch schon oft in den Nalos-Decks gesehen. Überfallportal. Wenn dieses Pokémon während deines Zuges nicht von der Bank in die aktive Position gewechselt ist, hat diese Attacke keine Auswirkung. Der Schaden dieser Attacke wird durch Schwäche nicht verändert. Kann man machen? Muss man, glaube ich, nicht. Ja. Na dann.
Noch eine verrückte Party, noch in der Delle. Sehr cool, unten im Milotic. Was recht hübsch aussieht. Die guten alten dritte Generationszeiten. Das war noch was. Ein Fatality, nochmal ein Reverse Holo und ein Dicta. Ne, Dictree. Und ihr seht, je mehr Karten wir schon haben, desto schneller kommen wir hier auch durch. Olanga VMAX, wir hatten zwei VMAX-Karten. Cool. Nicht unbedingt die VMAX-Karten, die ich mir gewünscht hätte, aber ich werde mich nicht beschweren. Sie sehen auf alle Fälle hübsch aus, auch wenn sie vielleicht nicht so spielstark sind. Und das klingt doch schon mal ganz gut. Freut mich. Weiter im Text. 9 Booster sind, glaube ich, noch da. Gala Pantymos als Reverse Holo. Leider nicht das Pantyfrost. Ich glaube nämlich, die Pantymos haben wir inzwischen schon recht viele. Noch eine Dedenne. Und auch ein Arboretos. Dann können wir jetzt auch das Kleine entwickeln zu den Sivaro. Und sehr schön. Ich sollte öfter was dagegen sagen. Es hat schon mal einmal geklappt. Wir haben jetzt auch einen Galar Pantyfrost. Fehlen nur noch 3. Wenn ich mich schon irgendwo mal eins hier hatte. Sehr schön. Mortipod. Ja, dann hat es sich doch schon mal komplett gelohnt. Nicht nur, dass wir coole Karten gezogen haben und auch hübsche Karten, sondern wir haben sogar 2 VMAX rausgezogen und einen Endunalos. Und das reicht mir doch schon vollkommen. Denn, seien wir ganz ehrlich, nur für Durak VMAX, Endunalos, V und VMAX und die Mortipods und so weiter, für die Karten, die man auch wirklich häufig spielt, habe ich doch das Ganze hier nur geholt. So hart das vielleicht klingt, die anderen sind zwar auch toll, zum Beispiel das Flamni gefällt mir wieder sehr gut, aber potenziell, die schaut man sich einmal an, legt die weg, hat man in der Sammlung und dann war's das. Und die Karten spielt man wirklich. Und das klingt doch viel interessanter für meine Begriffe. Und ja, ich weiß, in jedem Spiel bin ich im Prinzip nur am Looten, Sammeln, sonstige Sachen. Und trotzdem ist es auch schön, wenn noch ein bisschen mehr bei rumkommt. Und da ist das nächste Pantyfrost. Ich würde sagen, potenziell mit Partydeck, wir kommen. Wobei Mortipods habe ich noch nicht so viel. Das war ja vorhin das erste. Deswegen stand ja neu dran. Also wir brauchen noch 3 Mortipods. Cool, Reverse Holo Suicune. Und ein Trikefalo. Beliebig oft während deines Zuges kannst du eine Energiekarte aus deiner Hand an einzelnen Pokémon anlegen. Perfekt. Eine Unlichtenergie. Aber Phase 2. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, aber potenziell wir behalten es mal im Hinterkopf, dass wir vielleicht Trikefalo mit Endunalos kombinieren. Das würde mich sehr freuen, denke ich, wenn das klappen würde. Denn oftmals habe ich den Eindruck, dass Endunalos an den Energien scheitert. Wenn du irgendwelche Hämmer spielst oder dergleichen, hat es richtige Probleme gegen dich. Cool. Im Reverse Holo des Bouts. Gefällt mir sehr gut. Noch eine Kraftenergie, noch einen Bouts im Reverse Holo. So schön. Das Glück ist wirklich mit mir und mit den Dummen. Wenn du nur einen Stein im Spiel hast, haben Pokémon deines Gegners im Spiel keine Resistenz. Interessant. Weiß aber nicht, ob ich das spielen würde. Auf alle Fälle, ich glaube, Endunalos V haben wir jetzt genug. Müssen wir nur noch VMAX organisieren. Und dann könnten wir schon mal ein VMAX-Deck angehen. Wobei, wir brauchen dann noch 2 Expert dafür. Aber ich freue mich sehr, dass es dann gegen Ende nochmal so tolle Karten dabei sind. Noch eine Versteckenergie, sehr schön. Noch ein Galar, Lamos V. Das ist schön. Sehr schön. Gift an den Nalos, willkommen. Und ein Kleopatra und ein Knuddeluff. Jetzt öffnen wir noch. Und 2 Versteckenergie nochmal. Ich glaube, da haben wir jetzt mittlerweile genug. Und eine ist sogar ein Reverse Holo. Und das letzte ist nochmal eine neue Karte. Morbitess. Schön. Hat mich sehr gefreut, dass es doch nochmal so gut lief. Ich glaube, ein paar kann ich dann noch
vorhandenen, vertauschen und sonstige Sachen. Warum sind denn die nicht alle sortiert? Die Booster Packs. Na gut. Oh, was ist denn hier los? Erhaltene Produkte. Ah, verstehe. Ein paar Münzen haben wir noch übrig. Wenn die 200 pro Booster Pack kosten. Und entschuldigt, dass ich mal nach links schaue. Wenn ich überlege, mache ich komische Sachen manchmal. Ich spiele auch immer mit in den Händen mit irgendwelchen Sachen. Ist aber nicht das, worauf ich hinaus würde. Wenn ein Booster Pack 200 kostet, so ein Display. Also ich kann ja hier so viele kaufen, wie ich möchte, aber potenziell, ich würde dann immer 32 kaufen oder in Annahme dessen, um das so ein bisschen zu simulieren, so ein Display öffnen. Und 32 mal 200, 6400, dann sind noch 2000 Münzen, die kriegen wir in einem Monat bestimmt zusammen. Und dann holen wir uns ganz viele Shiny-Pokémon. Und bis dahin, wir wollten noch ein Deck bauen. Und ich glaube, das geht alles nicht mehr in den Part mit rein. Das dauert nicht so lang. Und ja, bis zum nächsten Mal.